Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Wir sind dabei, Rolf Dias Schild für Igmund zu besorgen. Bei den Abgeschworenen mal wieder hier. Wir machen einfach mal weiter direkt. Gucken mal, welche abgeschworenen Monstrositäten uns hier noch erwarten. Du bist schon mal einer. Oh, den hast du aber ganz schön daneben gezimmert. In dem Zimmern kann ich definitiv nichts. Wenn die das machen. Aber ich bin mit einem makellosen Amethysten wenigstens entschädigt worden fürs daneben hauen. Hier drin liegt der Pfeil. Doch. Sehr gut. Oh, hier ist eine Truhe Experte. Ja, wir haben das hier alles erst vor kurzem gesehen. Wo wir schon mal hier waren, durch Zufall, glaube ich. Ich glaube, da waren wir da nicht auch oben bei Hexenraben und sollten da diese einfach nur töten? War das das? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwas musste man da oben machen. Ich weiß noch nicht mehr genau was. Ist aber eigentlich auch vollkommen gut. Weil wir jetzt hier in einer anderen Quest sind und wir es einfach nochmal machen müssen. Ja, hier stehen jetzt ein paar. Die locke ich mal eben hervor. Sag ich doch. 4 Stück. Komm um die Ecke gerannt. Ja, oder bleibt da. Sausack. Oh. Oh, noch ein Plünderer. Da hat ein bisschen mehr Verteidigung, weil er noch Kopfschmuck getragen hat. Habe ich einen dieser Kopfschmücke schon mitgenommen? Oder meine Sammlung übergeben? Ah, ist aber auch egal. Kann man sich ja im Prinzip jederzeit beschaffen. Muss nur in einem abgeschworenen Nest einfallen und schon hat man die Dinge. Ach, halt doch die Goschen. So, was gibt's hier oben eigentlich Schönes? Nix weiter. Na gut. Schade. Egal. Genau, von da kam ich und da hoch muss ich, glaube ich. Was gibt es hier noch Schönes? Oh ja. Auf jeden Fall mitnehmen. Und hier natürlich Silbererz. Her damit, Freunde. Ihr kennt mich. Erze einsammeln. Eine meiner Leidenschaften sozusagen. Und dann ist da auch noch ein Saphir zwischen. Herrlich, herrlich. Wofür man das alles noch benutzen kann, weiß ich nicht. Will ich mir aber jetzt mal angucken. Da oben, der sieht mich. Oder hat mich gesehen. Oder vermutet, dass ich da bin. Ich weiß es nicht. Aber auch nicht mehr lange. Den dürfte ich auch gleich erledigt haben. Was heißt gleich? Bald. Sagen wir bald. Muss ja erstmal nach da oben kommen, auch wenn das jetzt nicht gerade eine Schwierigkeit sein sollte. Ich höre Schritte. Hat mich gerade sehr irritiert, dass ich laute Schritte gehört habe. Oh ja, so kannst du mich aber auch gar nicht mehr gut sehen, ne? Oh. Sollte vielleicht auch nicht daneben schießen. Na komm her. Wollte schon sagen, geh einfach drauf. Das hast du getan, dafür bin ich dir auch sehr dankbar.
bin da und. Au. Diese Eisstürme, die machen ganz schön Aua. Oh, endlich bist du tot. Mein Gott. Bevor ich hier noch eine Überraschung erwarten muss, werde ich mich mal eben heilen. Und den Vulkanglasbogen wieder rein. Mittlerweile habe ich auch gut was an Magika. Wenn ich jetzt auch noch die richtigen Klamotten dazu angezogen hätte, wäre das noch besser. Aber das brauche ich ja noch nicht, solange ich meine Schießkunst noch nicht ganz oben auf 100 habe. Was aber definitiv in der Mache ist und noch kommt. Danach ist dann die Zerstörung dran, habe ich mich entschieden. Nach dem Bogenschießen. So. Da sind... Na gut. Kein Gegner hier, aber... Wollen wir mal gucken, wie viele Punkte erscheinen. Keins. Auch nicht schlecht. Ist es einfach. Blöde Hexenraben. Wie die auch schon wieder aussehen, ey. Wie sie sich verwandelt haben oder selber verzaubert haben. Bäh. Genau. Die waren gerade dabei, hier so ein Dornenherz fertig zu machen. So war das. Aber nicht fertig geworden, weil das Herz noch nicht draußen war. Oder das Herz war draußen, aber das Dornherz war noch nicht eingesetzt worden. Genau, hier ist Holgtiers Schild. Und da kann ich jetzt eigentlich auch bald schon wieder mein Inventar ausleeren. Und noch ein Dornherz, sehr schön. Und hier ist noch ein Seelensteinfragment. Auch gut. Okay, dann kann ich ja jetzt dorthin zurückkehren und davon berichten, dass ich das geschafft habe und das Schild zurückgeben. Und daraufhin mal wieder mein Inventar lernen. Das werden wir dann machen. So. Bin gerade echt am Überlegen, ob wir... Dann ihr da, wer seid ihr, dass ihr euch dem Jarl von Markarth nähert? Suche nach Arbeit. In Ordnung, ihr dürft euch dem Thron der Trauer nähern. Ja, die Gegoschen. Aber passt auf, was gut, ihr sagt. Euch an meiner Seite zu ich habe etwas für euch. Ich könnte mir vertrauenswürdige Leute... Ihr habt das Andenken meines Vaters geehrt. Und zwar in einem Ausmaß, wie ich es gar nicht mit Worten auszudrücken vermag. Hiermit erteile ich euch die Genehmigung, Eigentum in meiner Stadt zu erwerben. Sprecht mit meinem Vogt, falls ihr Interesse habt. Mhm. Und das hier ist auch für euch. Ein Geschenk aus dem persönlichen Fundus des Jarl. Haltet auf der Straße. Orkischer Schild hinzugefügt. Oh nein, kann ich jetzt aber nur. Was benötigt ihr noch? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hopp. Ich kann diesem Titel.
wenn ihr meinen Leuten helft und ein Haus... Nun denn, Kommando zurück. Okay. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ein Haus und ich habe eine Stadt helfen. Zu regieren. Okay. Das ist schön. Somit habe ich hier auch schon mal die Möglichkeit, ein Haus zu kaufen. Ich meine, wir werden... Irgendwann wollen wir alles besitzen in diesem Spiel, was geht. Ja? Alles. Aber... Dazu müssen wir dann halt auch noch eine Weile spielen, weil... Bisschen Gold brauchen wir dann auch, wenn ich höre, dass das Haus Einsamkeit, was war es, 25.000 kostet oder so? Ist schon happig. Das hier hat nur 5.000 gekostet, das ging relativ flott. So, Trankmischerbeutel. Zutaten. Oh, 4 Dornenherzen waren es sogar. Sehr schön. Na, das ging ja recht schnell. So. Nein. Schriftrollen. Habe ich hier von irgendeiner doppelt in meinem Inventar? Ja, hier. Des Feuersturms. Und bei den Zaubertränken will ich jetzt mal durchgucken. Die habe ich doppelt. Das habe ich doppelt. Das habe ich doppelt. Das habe ich doppelt. Das auch. So wie... Den Wundertrunk des Berserkers und des Scharmützlers. Hiervon. Hier, 5 Stück. Rein da. Ein Unsichtbarkeitstrank kann da rein. Die Magikertränke können auch alle im Moment noch da rein. Das lassen wir mal so. Davon können 9 weg. Krankheitsheilung. Warten wir mal 2 von. Wenn ich dann umswitche auf die Zerstörungsmagie, da kann ich ja mal gucken, ob ich dann jetzt hier das wollte ich, naja, gut, wird jetzt nicht so wichtig gewesen sein. Dann werde ich wahrscheinlich einige Magikertränke wieder hier rausholen und mitnehmen. So. Den. Das ganze Eisenerz kommt da rein. Die Lederstreifen kommen da rein. Diese Barren kommen da rein. Silberbarren, Silbererz. Ein Teller. Ach ja, den habe ich ja aus Versehen mitgenommen. Dann landet halt auch der Teller da drin. So. Hier ist das für die Seelensteine. Und natürlich für die Seelensteinfragmente. Sehr schön. Waffen. Eisenkriegsaxt. Die ganzen Stäbe, die ich dabei habe. Ja, die wiegt natürlich ohne Ende. Gut, dass wir sie hier loswerden können, genauso wie das. So, Bekleidung. Weg. Weg, weg. Und hier noch die Edelsteine schnell raus. Und fertig. Jetzt können wir uns wieder unseren Quests widmen. Okay, was wollen wir machen? Falsch. Hier. Ich glaube, wir wollen hier noch irgendwas nachgehen. Rette Lisbeths Lieferung aus Schlangenfintenschanze. Das machen wir doch mal. Wo ist denn die Schlangenfintenschanze? Bei Rorikstadt. Sehr schön. Das
Das werden wir doch auf jeden Fall machen. Oh, die spielen Fang, scheinbar. Ich möchte nicht mitspielen, Leute. Gut, sie fragen auch gar nicht. So muss das sein. Da hoch muss ich. Alles klar. Ist ja gleich um die Ecke. Schmetterlingsflügel. Wo ist der andere Schmetterling? Ein schöner Schmetterling. Noch mehr Schmetterlinge. Das ist eigentlich schon gemein. Ich reiß gerade den Schmetterling. Einfach die Flügel raus. Das ist mega gemein. Wo ist der andere? Weg. Naja. Halb so wild. Was erwartet uns hier? Abgeschworene erwarten uns. Hä? Na gut. Das ist nicht anders gewollt. Habt es nicht anders gewollt, Freunde. Sagt mir nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Sie haben mich auch gewarnt, ja, aber wer war stärker? Nicht die. Bleib liegen. Wo ist deine Hände? Bleib liegen. Wo ist die Person hin, die ich hier... Hinterm Zelt? Auch nicht. Der Speer der Abgeschworenen ist weg. Keine Ahnung, wo der schon wieder hin ist. Was man hier so alles findet... Nach einer Truhe. Eine silberne Smaragdhalskette. Ja, sowas ist. Sowas finde ich ganz gut. Das ist halt wie immer was wert oder viel wert. Auch wenn ich damit noch nicht wirklich Geschäfte gemacht habe, aber wenn man sich mal überlegt, wie viel Wert bei mir zu Hause in den Kisten rumliegt, da könnte ich jetzt schon mir einiges leisten, würde ich mal so behaupten. Oh. Dornherz. Das war schon alles? Nein, war es nicht. Ich sollte mir echt angewöhnen, mehr zu schleichen. Das wäre, glaube ich, echt von Vorteil. So. Große Truhe. Hör damit. Wo kann ich das gucken, ob ich selber. Abgeschworene Notiz. Die Matriarchin wird eures Zögerns müde. Unsere Leute kontrollieren den gesamten östlichen Hang des Umlandes. Alles bis auf Sonnenwacht. Nehmt es ein und schneidet den Angreifern ihre Rückzugsmöglichkeit ab. Aber wir müssen jetzt vorrücken, während ihre Verteidigung noch schwach ist. Ruft die Stämme zusammen. Tut, was ihr tun müsst. Aber wenn ihr nicht handelt, wird sie jemanden finden, der es tut. Ah ja. Vielleicht habe ich mich, oh Gott, verlesen. Und ich sollte beim Lesen wahrscheinlich auch nicht über was anderes nachdenken, weil ich habe keine Ahnung, was da drin stand. Bin nämlich schon im Kopf durchgegangen, was ich als nächstes hier mache. Okay, hier unten müssen wir rein. Alles klar. Schlangen finden, Ruin. Das sieht ja auch gut aus. Das ist ein Zweigling. Da hinten steht einer.
Pfeile. Da hinten sitzt einer. Saß einer. Nice try. Rabe. Ah, ehemaliger Hexenrabe. Forget it, my friend. Wenn ich schon die Möglichkeit kriege, da so drüber zu schießen und dass sie schnell bei mir sein können, dann nehme ich das auch gerne in Kauf. Da drüben hätten die mich nie so schnell erreicht. Das ist manchmal ein bisschen vorteilhafter. Und die hatten halt auch keine Ahnung, wo ich überhaupt war. Oder noch dazu. Was haben wir hier? Frostbiss. Kenn ich schon. Brauche ich Frostbiss jetzt gleich hier? Ist durchaus möglich, oder? Wo ist der Schalter? Dafür. Hä? Hier muss doch auch eine Kette sein oder sowas. Blind? Wo ist denn der Schalter? Leute, wo ist der Schalter? Liegen die drauf? Jetzt geht es wieder zu. Muss der tatsächlich den Skewer hier drauflegen, der hier liegt? Oder die Holzschale? Da ist eine Holzschale draufgelegt. Mein, wenn es reicht. Das ist sehr schön hier mit den Seelensteinen auch. Die Bella-Statue von Lisbeth nehme ich mit. Bringe die Bella-Statue zu Lisbeth. Ja. Die dem Zerstörung. Menschenskinder. Hier waren aber tolle Sachen drin. Ganz tolle Sachen. Das hiermit, das Schalter. Danke. Pilze. Sehr schön. Die habe ich. Die nicht. Und nach Himmelsrand wieder. Wo bin ich denn jetzt? Okay. Freunde, wir kehren zu Lisbeth zurück. Lisbeth ist irgendwo hier in Markat. Wo genau? Weiß ich nicht. Ach, hier unten. Oh. Da warten wir doch mal 8 Stunden. Sonst kommen wir da nicht rein. So. Jetzt können wir da rein.
gemischt war. Nein, ich bin nicht Arnleif. Diese Statue habe ich in einem Lager der Abgeschworenen gefunden. Ah, da ist sie ja. Dank dieser kleinen goldenen Kostbarkeit werden wir uns eine Weile über Wasser halten können. Danke. Hier, für eure harte Arbeit. Sehr schön. Oh, 1000 Gold hinzugefügt. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, wenn ihr etwas benötigt. Das war schon alles? Wirklich? Hä? Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Versucht nicht mit mir zu falschen. Kauft etwas. Ah, die Antwort ist ganz... Eine Ork-Frau. Ich zeige euch, wo sie sind. Vielleicht seid ihr ja willkommen. Redet nicht darüber. Nur die Sehe ich aus wie ein Stadtführer? Ja. Über wen? Ich kannte sie nicht. Die Wachen haben sie weggezogen. Na gut. Davon werden wir nichts mehr hören. Ich werde eines Tages... Sucht ihr ein Geschenk für eine Frau? Genau meine Frau. Aber ja. Hier, diese Lieferung muss zu kalt... Danke. Ah. Er ist mitunter ein bisschen Bringe den Ring zu Kaltzelmo. Oh, das werden wir jetzt nochmal schnell machen. Aber auch diese Folge war gespickt nur von Abgeschworenen als Gegnern. Aber wir werden hier weitermachen. Diese Abgeschworenen dürfen nicht die Kontrolle übernehmen. So. Diese Abgeschworenen gehen mir sowieso schon viel zu lange auf den Senkel. So, hier. Ich bin mit meinen Studien ist eine Lieferung was von gibt Kera. Es denn? Ach ja, richtig. Ich vergesse ständig, das abzuholen. Nun, dann solltet ihr wohl etwas für eure Bemühungen bekommen. Oh, 500 Gold dafür. Wie wäre es mit etwas klar. Gold? Ich habe fest, was habt ihr da jetzt? Einen Blick darauf. Verkaufen. Bücher. Aber wieder kein beschworener Bogen. Das stört mich so ein bisschen. Naja. Was? Oh, auf Wiedersehen. So könnte ich auch Beschwörung und Schießkunst gleichzeitig trainieren, wisst ihr? Naja, auch nicht weiter wild. Gut. Was machen wir als nächstes? Tritt in einem Wettrinken gegen Sam Genver? Gwen wäre an. Machen wir doch. Ihr solltet den Ork in Festung Unterstein aufsuchen. Den Ork in Festung Unterstein habe ich schon längst drauf gesucht, mein Freund. Es ist toll, ein Lehrling zu sein. Ich danke dem Hammer auf den. So. Und mit dem soll ich jetzt ein Wetttrinken machen. Und warum? Kommt ich weiß es nicht. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und Zauber. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier genau richtig. Ich habe keine Lust zu trinken. Kommt doch einfach wieder, wenn ihr Lust habt. Oh. Kommt einfach wieder. Was zu trinken, am Wetttrinken, was zu lachen. Ihr habt keine Chance. Das werden wir ja sehen. Das ist ein besonderes Gebräu. Sehr starker Tobak. Dann fangen wir mal an. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, dann eröffne ich mal die erste. Wollt ihr was zu trinken? Zu faul, um ihn selbst zu bedienen? Ochse. Ihr seid dran. Ja. Los geht's. Damit wäre einer der nächste Punkt für mich. Also gut. Ich bin das, was man gemeinhin einen Lüge rausholen, ey. Macht mir ein Angebot. Und wie steht's mit euch? Ja. Zweites Glas, nichts leichter als das. Sagt ihr. Ich glaube, ich habe bald genug von dem Zeug. Noch. Wenn ihr noch einen kein schafft, dann habt ihr gewonnen. Problem. Aber hallo. Ihr habt es wirklich. Guter Tropfen. Es macht Spaß, mit euch zu trinken. Ja, das ist schön, ne? In einem tollen Ort, an dem Wein wie Wasser fließt. Es? Dort sollten wir hingehen. Sag mal, ihr seht aber nicht so gut aus. Wacht auf. Ja, wacht endlich auf, betrunkener Gotteslästerer. Was? Was? Gotteslästerer? Warum? Aha. Dann erinnert ihr euch also nicht daran, wie ihr die Statue gestreichelt habt? Dann wisst ihr sicher auch nicht mehr, dass ihr hereingekommen seid und etwas von einer Ehe oder einer Ziege gefaselt habt. Und Nein. Dann erinnert ihr euch auch nicht mehr daran, wie ihr in Wut geraten seid und überall im Tempel Müll verstreut habt. Nein.
weiß nicht einmal, wie ich hergekommen bin. Ich würde euch ja zu gern, wenn ihr mir natürlich beim Aufräumen helfen und euch hinterher entschuldigen würdet, dann könnte ich vielleicht etwas für euch tun. Hier, da. So, ich soll das einfach alles nur aufheben. Zack. Zack. Nehme ich doch alles einfach mal. Ich entschuldige mich. Das wird wohl reichen. Die Bella lehrt uns schließlich Vergebung. Ja. Selbst für einen Trunkenbold wie euch. Könnt ihr euch noch an irgendwas von dem erinnern, was ich bei meiner Ankunft gesagt habe? Ihr habt vor euch hingeschimpft, als ihr hierher kamt, aber das meiste war Gelalt. Ihr habt etwas von Rurikstadt gesagt. Vielleicht solltet ihr euch dort umsehen. Frag in Rurikstadt nach Sam und dem Stab. Na gut. Sehe ich eigentlich auch so aus, als ob ich... die Augen sehen schon so aus, als ob der da ordentlich eingezaubert hättest, ey. Na gut. Nach Rurikstadt also. Finde den Stab, finde Sam. Okay. Alles klar. Das werden wir in der nächsten Folge machen, Freunde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, die jetzige Folge. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Das wird mir sehr freuen. Und am liebsten noch ein Abo. Dann werdet ihr keins dieser Folgen verpassen oder keine dieser Folgen verpassen. Und auch unsere anderen Projekte, die zwar möglicherweise im Moment, ich weiß nicht genau, wann diese Folge hier erscheinen wird. Ich nehme sie auf am heutigen 30. Mai. Ja, alle 3 Tage kommt eine Folge. Das bedeutet, dass diese Folge tatsächlich erst im Herbst oder so kommt. Ja, müsste richtig sein. Naja, egal, Freunde. Vielleicht setze ich auch den Turnus ein bisschen weiter weniger. Und naja, ich würde mal so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.